Ja, Freunde, da bin ich wieder und es regnet. Ja, die Straße ist nass, aber hier macht das nicht so viel aus wie jetzt die ganze Strecke drüben in Bosnien, weil da war das richtig heftig. Und in Montenegro habe ich mich sogar mal auf die Fresse gelegt, allerdings nicht, weil es nass war, sondern wegen dem Ölfilm. Aber es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Glück gehabt. Ja, die Straße ist wirklich heftig. Die alten jugoslawischen Straßen, ich sage absichtlich jugoslawischen, weil die sind noch aus Titos Zeiten, so kommt mir es wirklich vor. Die sind uralt und glatt wie Schmierseife. Also man kann sich es nicht vorstellen. Ich habe mit dem Moped sogar einen Burnout gemacht, nur beim Anfahren, also ohne blockiert oder gebremsten Vorderrad. Leute, passt auf, wenn ihr da rumgurkt mit eurem Moped. Die Straßen sind auch bei Trockenheit schon scheiße. Ja, und ich fahre jetzt gleich weiter in die Richtung hier. Das geht Richtung Trillo. Also ich kann es nicht richtig aussprechen. Das wird dann der Ivo für mich dann noch erledigen. Genauso wie der Name von seinem Club. Den kann ich nämlich auch nicht richtig aussprechen. Irgendwas so die Vije Svinje oder so. Und zwar kenne ich den vom Elefantentreffen und einige von euch kennen ihn vielleicht auch. Der war vor ein paar Jahren auf dem Elefantentreffen und da habe ich ihn kennengelernt und bei der Korofanten-Challenge hat er mitgemacht. Also, wir sehen uns und ich fahre jetzt wieder weiter.